filmen mit dem iPhone 15 Pro. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, denn Apple hat mit dem iPhone 15 Pro die Lücke zwischen herkömmlichen Kameras und Smartphones weiter geschlossen und die Kamera weiter verbessert. Und was das für uns bedeutet, Tipps und Tricks zum Filmen mit dem iPhone, was hat das mit diesem ProRes Log auf sich, all das gibt es hier in diesem Video, also bleibt dran. Ja, filmen mit dem iPhone 15 Pro. Ich mache ja unheimlich gerne Vlogs, Videos mit dem iPhone 15 Pro only. Und ihr kennt das aus New York, jetzt aus Washington, auch zu Hause, dass ich einfach nur mal das iPhone nutze. Und ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, das macht mir einen Riesenspaß, so leicht und locker nur mit dem einen Gerät unterwegs zu sein, dass ich jetzt versuche, das ein bisschen zu professionalisieren mit dem iPhone. Es ist schon ein iPhone 15 Pro, damit sind wir schon mal beim Professionalisieren. Und Apple hat ja jetzt im Herbst 2023 das neue iPhone rausgebracht und ich habe es mir direkt geholt. Seitdem habe ich es in Betrieb und die haben schon die Latte ganz schön hochgelegt für Smartphones, speziell im Videobereich. Denn das Gerät ist jetzt, und ihr werdet das vielleicht auch schon das ein oder andere Mal auf YouTube gehört haben, nicht nur für den normalen Durchschnittsanwender, sondern auch für Profis sehr interessant. Aus dem Grund, weil dort jetzt im ProRes Log aufgenommen werden kann und so weiter und so fort. Was das genau bedeutet, da reden wir gleich drüber. Aber ein Problem hat das iPhone immer gehabt. Wenn ich das einfach so einzeln benutze, dann habe ich keine Möglichkeit, irgendwelche Accessories oder Möglichkeiten, irgendwelche Sachen dran zu packen. Und da habe ich mir jetzt mal ein Zubehörteil besorgt von der Firma Neuer, ein Cage, den ich euch heute kurz vorstellen möchte, bevor es dann die Tipps und Tricks und meine Videoeinstellungen vom iPhone gibt, die diese ganzen Probleme löst. Und zwar sozusagen in einem Schlag. Und zwar ist was, wir machen jetzt mal einen kurzen Cut und zack. Und zwar ist das Neuer Case PA023. Das ist ein Aluminium-Case, wo man das iPhone rein und rausleiten kann. Ich kann das im Grunde genommen einfach mal ganz kurz öffnen. Ich kann euch mal zeigen, wie einfach das geht. Ne? Ihr seht auch schon, an der Seite sind so Handlebars drauf. Ich kann das jetzt einfach hier rausleiten, das iPhone, und kann es auch wieder reinsliden. Das ist sehr, sehr wertig verarbeitet. Da kratzt auch nichts. Da drückt auch nichts. Das passt hundertprozentig und kann einfach geschlossen werden. Ne? Und das löst schon so viele Probleme, die ich normalerweise mit dem iPhone habe, wenn ich noch ein Mikrofon anschließen möchte. Will ich zum Beispiel hier so ein, ja, also ihr seht schon, da sind jede Menge Dreiviertel-Mount-Schrauben dran, wo ich zum Beispiel das Ding auf ein Tripod packen kann, in allen Variationen. Und ich kann natürlich auch hier so ein Mikro dran klemmen, von jetzt zum Beispiel hier das Sennheiser MKE, so. Dann hätte ich, kann es hier einstecken, dann hätte ich ein Mikro, so ein Vlog-Setup. Ich kann aber auch genauso gut, Moment, machen wir es wieder raus. Ich kann aber auch genauso gut das DJI Mic 1 zum Beispiel hier dran packen, ne, auch eigentlich ganz einfach, und dann verbinden. Das ist auch ein ganz schmales Setup, ne, das kann man machen. Ich kann damit Lichter dran machen. Ich kann so ziemlich alles dran machen, weil ich nämlich hier überall diese Dreiviertelschrauben dran habe. Und ich könnte jetzt rein theoretisch hier auch diese Schraube da reinschrauben. Ne? Ja, das würde passen. Und könnte dann hier zum Beispiel an der Seite auch vielleicht noch so einen kleinen Mount dran machen und kann das dann verdrehen. Ich habe also alle Möglichkeiten. Mit dabei bei dem Set hier sind diese Handles. Das Case gibt es einmal ohne und einmal mit Handles, wo ich dann im Grunde genommen hier damit ganz stabil auch filmen kann. Da kann ich jetzt die kann ich auch noch verstellen oder so, oder wie ich das machen möchte. Und wirklich echt cool. Und das Ganze wird dann noch getoppt
Ich habe einmal so einen Aufsatz, wo ich kleine Linsen drauf packen kann, Weitwinkel oder Anamorphic Linsen. Aber was ganz wichtig ist, ist dieses Teil hier. Und zwar erweitert das Case mit ja, sozusagen einem Filtergewinde. Ich mache das mal kurz drauf. Müssen wir mal kurz, Moment, so rum, draufpacken. So, halt, so. Dann drücken und reinsliden. Und jetzt habe ich hier ein 67 mm Filtergewinde und da passt jetzt zum Beispiel hier mein ND-Filter drauf, ne? Mein variabler ND-Filter. Und das löst halt das Problem, dass ich halt mal mit der Drittelregel auch filmen möchte bei dem iPhone. Wie wir das nachher machen, was wir dafür brauchen, das kommt gleich in den Tipps und Tricks. Also das ist auf jeden Fall das Neua PA023. Also nochmal die Features. Ne? Also ich kann das Ding einfach öffnen. Ne? Ich mache jetzt mal hier den Filter wieder ab. So, zack, legen wir beiseite. Ich kann das Ding einfach öffnen, kann das iPhone da rausnehmen und kann, was weiß ich, damit machen. Und wenn ich das Case brauche, dann zack, packen wir es rein und zu, Klappe zu, Affe tot. Und jetzt kann ich damit richtig cinematisch unterwegs sein und filmen. Das ganze Teil kostet in der Standardversion ohne diese Handles, glaube ich, um die 70 Euro. Und in der Pro-Version mit den Handles, die ich grundsätzlich empfehlen würde, kostet es, glaube ich, um die 100 Euro. Link unten in der Beschreibung gibt es, glaube ich, bei Amazon oder bei Neua direkt. Ihr könnt mal gucken, wie ihr das bestellen wollt. Ich persönlich bestelle immer ganz gerne bei Amazon. Falls es dann nicht gefällt, kann man es auch ohne Probleme zurückschicken. So, das wäre es zu diesem Case. Und jetzt kommen wir aber mal zu meinen Tipps und Tricks. Und dazu baue ich das Teil mal wieder aus und wir springen mal in mein iPhone rein. Wir sind in meinem iPhone drin und ich blende euch jetzt mal meine Einstellungen der Kamera-App ein. Und zwar, da müssen wir auf Kamera gehen und dann hier oben. So, die wichtigsten Sachen gehen wir mal kurz durch. Das ist auch immer sehr ja, individuell. Bei Video nehme ich immer in 4K 60 auf, da ich dann noch 50% in der Geschwindigkeit verlangsamen kann, wenn ich das möchte. In Low-Light-Situationen kann das schon mal sein, dass ich unter Umständen auch 4K 30 nehme. Hier unten haben wir dann die Einstellung PAL-Formate. Die blende ich ein. Falls ich mal in Deutschland so flickernde Lichter habe, dann würde ich auch mal in 4K 25 oder 50 aufnehmen. Dann habe ich die verbesserte Stabilisierung ein. Das bedeutet, dass im Video- und Kinomodus stabilisierten Videos durch einen geringen Crop noch besser stabilisiert werden. Dann habe ich den Action-Modus bei weniger Licht eingeschaltet. Das bedeutet, dass wenn wenig Licht ist, dass das in den Action-Modus zurückfällt und dann allerdings in der Auflösung 2,7K aufnimmt, dafür auch ein bisschen reinkroppt, aber dann die Bilder sehr stabil sind. HDR-Video, ganz wichtig, habe ich ausgeschaltet. HDR-Video kann man ein- oder ausschalten, weil ich mag diesen HDR-Look nicht. Ich nehme normal den SDR-Look, der ist mir lieber. Es sei denn, ihr wollt jetzt speziell ein HDR-Video machen, dann solltet ihr das einschalten. Auto-FPS habe ich ausgeschaltet, denn da würde dann das iPhone eingreifen. Ich möchte aber meine FPS-Zahl selbst, ne, also selbst bestimmen können. Und allerwichtigste unten, Weißabgleich sperren. Das habe ich auf eingestellt, denn wenn man schwenkt, so, wenn dann der Weißabgleich sich verändert, dann ist es unheimlich schwer, das in der Post wieder hinzukriegen oder wieder zu reparieren. Na, dann fangen wir mal an mit noch ein paar kleinen Tipps. Wir gehen mal in die Kamera-App rein, obwohl wir haben hier noch ein paar andere Einstellungen, die wir machen können. Zum Beispiel habe ich das Raster eingestellt und die Wasserwaage. Dazu müsste ich mal gerade in die Kamera-App gehen. Ihr seht dann, ihr habt ja dieses Raster, wo wir dann die Drittelregel mit rein hatten. Und ihr seht auch diese Wasserwaage hier, wenn ich es ein bisschen schwenke, die dann so ein bisschen gelb wird. Na, damit ich dann auch richtig ausrichten kann. Ja, da seht ihr übrigens mein iPad, wo ich mir meine Notizen gemacht habe. So, ja, wir sind in der Kamera-App drin. Und hier haben wir jetzt folgende Sachen. Ich belichte immer unter. Und das habe ich von vornherein hier oben links eingestellt. Und zwar bei der Belichtungskorrektur. Wenn ich hier oben auf die Belichtungskorrektur gehe, dann kann ich hier unten
die Belichtung auf Plus oder auf Minus stellen. Ich belichte immer einen Stop oder zwei Stops unter, also 0,7, weil das iPhone von sich aus schon eigentlich immer eher überbelichtet und die Bilder für meinen Geschmack oder die Videos für meinen Geschmack zu hell sind. Dann nutze ich immer die Hauptkamera, ne? Die Hauptkamera vom iPhone, die 24mm Kamera, weil die beste Qualität hat. Ja, das ist bei viel Licht nicht ganz so tragisch, da kann man mal die Frontkamera nehmen oder die Weitwinkelkamera, das geht. Aber die beste Qualität, spätestens bei nicht so guten Lichtverhältnissen, kriegt er mit der Hauptkamera. Das ist wichtig zu wissen. Dann, was hat es mit diesem ProRes auf sich? Und zwar könnt ihr hier oben habt ihr so einen Reiter ProRes und hier oben kann ich jetzt keinen ProRes aufnehmen, weil ich keine externe SSD angeschlossen habe. Hier müsstet ihr jetzt eine externe SSD anschließen. Da ist natürlich auch das Case ideal, weil man die SSD hier oben drauf packen kann und dann aufnehmen kann. Das werde ich gleich mal machen. Mit diesem ProRes habt ihr die Möglichkeit, professionelle Aufnahmen in einem flachen Log-Profil, zu generieren. Es gibt da drei Einstellungen, einmal SDR, einmal HDR und einmal Log. Und die sind dann in 10-Bit die Informationen und dieses Log ist dieses flache Bildprofil und dann kann der Profi, wenn ihr das wollt, im Nachhinein noch Color graden und die Videos so bearbeiten in der Farbe, wie ihr sie haben möchte. Für 90% der User da draußen braucht man es nicht, aber ich sage jetzt mal 10% vielleicht doch und ich mache euch jetzt auch mal ein paar Log-Aufnahmen und blende die mal, sage ich jetzt mal so als Musik ein bisschen ein, vorher, nachher, und dann seht ihr mal, was man damit zaubern kann. Ihr dürft aber nicht vergessen, Log bei 4K30, eine Minute Video 6 GB, eine Minute 4K60, 12 GB und da ist die Festplatte ziemlich schnell voll und da kommt dann auch euer Computer ganz schnell an die Grenzen. Das Teil wieder hier in das Cage reingemacht. Tipps und Tricks für gute iPhone-Aufnahmen. Ganz wichtig auch noch wäre zu den ganzen Tipps, den Kameraeinstellungen, die ich euch genannt habe, wäre zum Beispiel, dass ihr, wenn ihr Szenen dreht, wo ihr in verschiedene Lichtbereiche kommt, hell und dunkel, die Belichtung sperrt. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr einfach auf den Bildschirm tippt, kurz drauf, länger drauf hält, dann wird das gelb und dann wird der Fokus und die Belichtung gesperrt und dann könnt ihr auch noch manuell belichten, hoch und runter ziehen oder
könnt dann vor allen Dingen so filmen, dass es nicht automatisch den ISO hoch und runter ballert und aufhält. Das ist auch noch wichtig für gute Aufnahmen. Dann das Allerwichtigste sind, benutzt verschiedene Perspektiven. Der stinknormale iPhone- oder Smartphone-Touri-Filmer filmt immer hier aus der Augenperspektive. Einmal immer Augenperspektive, immer Augenperspektive, immer Augenperspektive. Aber versucht doch lieber mal andere Perspektiven. Geht mal runter. Schaut mal unten. Ne? Geht mal auf den Boden. Geht mal irgendwo von weit weg. Geht mal von oben dran. Geht mal von der Seite dran. Versucht das ein bisschen interessanter zu machen. Versucht die Perspektiven zu wechseln. Die Fotoregeln zum Beispiel gelten auch beim Filmen, ne? Die Drittelregel, ne? Die Einteilung. Dafür ist dann halt dieses Raster zum Beispiel gedacht. Die Drittelregel, der goldene Schnitt, führende Linien, auch die funktionieren beim Filmen. Und es gibt nichts Schlimmeres wie ein statisches Bild, ja, von irgendeiner Sache. Versucht immer ein bisschen Bewegung reinzubekommen. Und da sind natürlich auch hier die Handles ganz gut, indem ihr einfach nur, und wenn es nur ein bisschen ist, so ganz leicht rüberschwenkt, ne? Ganz leicht. Oder von oben nach unten. Oder von nah nach fern. Das sind auf jeden Fall Tipps, die ich euch mitgeben würde. Dann der Ninja Walk. Ich mache ihn mal gerade für euch. Der Ninja Walk. Ne? Versucht, ich bin noch drauf. Versucht, stabil im Ninja Walk zu gehen. So, zack, 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 zack. Dann habt ihr stabile Aufnahmen und braucht nicht in der Nachbearbeitung die ganze Sache noch nochmal zu stabilisieren. Wandern wobbelt es vielleicht manchmal noch und das kriegen die Programme nicht ganz so gut hin. Und dann am Ende des Tages nimmt genügend Powerbanks mit, um das iPhone zu laden, denn Film mit dem iPhone ist schon intensiv und da muss man ganz klar sagen, da geht schon ganz schön viel Saft raus. Und da habe ich einen Tipp für euch. Moment, wo ist sie? Zwei Tipps, zwei Powerbanks von Anker. Und zwar einmal hier diese Anker Nano, die man einfach so an der Seite reinstecken kann und weiter mit dem iPhone filmen kann. Wirklich ein geniales Teil, ne? Mit USB-C. Oder einmal hier die Anker, die magnetische, die einfach hinten auf die Rückseite kommt. Ich glaube, die hält sogar mit dem Case, oder? Ja, fast. Die kommt so auf die Rückseite und lädt das iPhone dann magnetisch auf. Und das wäre so das Letzte, was ich euch mitgeben würde. Habe ich noch was vergessen? Ich gucke mal gerade auf meinen Spickzettel. Nö, ich denke, ich habe soweit alles gesagt. Was auf jeden Fall ziemlich cool ist, ist das Case hier. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass mir Newer das zum Testen geschickt hat. Ne? Wie gesagt, ich muss das Ding eh steuerlich absetzen. Dann, das hat einfach damit zu tun, dass ich damit wirklich hier coole Sachen machen kann. Im Zweifelsfall auch noch Linsen drauf machen kann. Alles Mögliche dran befestigen kann. Und ich werde jetzt mal losziehen und für euch ein paar Aufnahmen machen. Ein bisschen B-Roll filmen. Das gibt es vielleicht dann jetzt noch so als Abspann. Und dann würde ich sagen, das war's für das Video hier. Filmen mit dem iPhone Pro, also Filmen mit dem iPhone 15 Pro. Meine Einstellungen, meine Tipps, die nicht abschließend sind, aber damit solltet ihr schon ganz gut klarkommen. Übrigens vielleicht noch ein Tipp, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wenn ihr zum Beispiel mit ND-Filter filmt, wenn ihr jetzt den ND-Filter hier drauf schraubt, machen wir einfach gerade nochmal. So, wenn wir den ND-Filter hier drauf schrauben, dann ist es ja so, dass ihr im Grunde genommen die Belichtung manuell einstellen müsst. Und das könnt ihr über die native Kamera-App nicht machen. Ich persönlich mag die native Kamera-App, die reicht mir aus, aber es klappt einfach nicht mit dem ND-Filter. Du kannst da nirgendwo dann irgendwelche speziellen Einstellungen machen. Und deswegen würde ich euch dann eine spezielle App empfehlen. Da gibt es verschiedene von Filmic Pro und so weiter und so fort. Allerdings hat da Blackmagic momentan den Vogel abgeschossen. Die haben eine super, super, super komplexe Kamera-App da entwickelt, die auch noch kostenlos ist, womit ihr fast alles einstellen könnt. Und mit der Blackmagic App könnt ihr sogar die ProRes Log
Dateien etwas verkleinern, das vom, sozusagen die Qualität ein bisschen runterschrauben, um dann vielleicht sogar intern aufs iPhone aufnehmen zu können, weil so eine externe Festplatte hier dran festzumachen, ne, ich kann das mal gerade mal zeigen, wie das geht. Ne. Ich habe da hier so eine SSD dann dabei, ne, die wird dann hier oben so draufgeschraubt, so, und dann wird dann noch ein Kabel befestigt. Das trägt auch schon ganz schön auf, aber ist natürlich auch für dieses Case eine coole Anwendung. Ne? Also dann hat man keine Probleme und hat die nicht dran rumbaumeln. Also wie gesagt, Leute, das war's fürs Video. Vielleicht ein bisschen chaotisch, weil ich sitze hier auch, ist echt kalt und habe mich hier in den Wald verzogen sozusagen, so ein bisschen nebendran vom Haus. Jetzt gehe ich runter nach Georgetown an die Waterfront und mache ein bisschen B-Roll für euch. Also Leute, macht's gut, haut rein und tschüss und schaut euch mal das Case an oder auch hier dieses Akku-Pack oder so. Die Dinger hier sind sensationell. Also macht's gut, haut rein und tschüss.